RTV Vorarlberg Magazin. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des RTV Vorarlberg Magazins. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und wir beginnen nun gleich mit dem ersten Beitrag. Denn an der Nordseite des ehemaligen jüdischen Viertels in Hohenems, da gibt es eine ganz besondere und sehenswerte Villa. Geisterhaft sieht sie aus, mit ihrem herunterbröckelnden Verputz, den leeren Fenstern, hinter denen sich kein Leben mehr abspielt, der verrosteten, verbogenen Zauntüre. Eine ähnliche Aura wie Bates Motel umgibt die alte Villa Franziska und Ivan Rosenthal in Hohenems. Das aber zu Unrecht. Man muss nur ein klein wenig genauer hinsehen, um zu erkennen, dass sie einmal eine prunkvolle, stolze Bürgervilla gewesen ist und einige an schönen und gar nicht gruseligen Geschichten zu erzählen hat. Die Villa Rosenthal steht in Hohenems am Kreuzungspunkt dreier Straßen, der Harrachgasse, der Marktstraße und der Radetzkystraße. Erbaut wurde sie 1820. Zuerst nur als einfaches Bürgerhaus. Das Grundstück, auf welchem der heutige Gebäudekomplex steht, war bereits zuvor bebaut und noch bestehende Teile dürften sogar bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Sie sehen dahinter die Villa Ivan und Franziska Rosenthal in dieser heutigen Form, bestehen aus 7 Gebäudeteilen. Der älteste Gebäudeteil ist der linke Gebäudeteil, der eben 1807 von Anton Rosenthal erworben worden ist. Daneben ist früher ein anderes Gebäude gestanden, sehr dicht darauf, das eben später dann eben auch von diesen Rosenthals erworben werden konnte, sodass eben 1890 dieser Gesamtkomplex entstehen konnte. Auf diesem Foto, welches um 1900 entstand, sieht man Ivan und Franziska Rosenthal mit ihrer Schwester Regine Hess und Nichte Amelie Hess im Garten der Villa Rosenthal. Das Ehepaar ließ einen Komplex erbauen. Durch die dazwischenliegende Kegelbahn wurde das Herrschaftshaus mit der Kutschengarage, dem Angestellten-Trakt und dem Ökonomiegebäude verbunden. Für die Gestaltung dieses Umbaus 1890 wurden die bekannten Architekten Alfred Tschoderer und Theophil Tschudi aus Zürich engagiert. Das Architektenbüro Tschoderer und Tschudi baute etwa die St. Gallner und die Züricher Synagoge. In Zürich sind das Schauspielhaus und die Villa Patumba sehr bekannt. Der Baustil, neoklassizistisch und barock, gekrönt mit einem Mansardwalmdach.
Die Villa sollte den Reichtum und die Macht der wohlhabenden Fabrikantenfamilie repräsentieren. Sie war für die damalige Zeit modern ausgestattet. Die große Parkanlage ist ein weiteres deutliches Merkmal für ein Herrschaftsanwesen. Das Gebäude mit seinen 1500 Quadratmetern Nutzfläche ist insofern sehr untypisch, weil es eben sehr nahe an der Straße steht. Und das hat einfach damit zu tun, dass das Gebäude ein Bestandsgebäude war, das dann entsprechend erweitert worden ist. Und offensichtlich haben dann die Rosenthals bzw. auch ihre Architekten versucht, eben durch diesen rückwärtigen großflächigen Park hier entsprechend Raum zu haben, den sie eben vorne auf der vorderen Seite nicht haben. Der Haupttrakt, das ursprüngliche Herrschaftshaus, geht wahrscheinlich in seiner Grundsubstanz bis ins 17. Jahrhundert zurück. Hier wurden wahrscheinlich Gäste untergebracht, denn damals war es noch nicht üblich, sich Hotelzimmer zu nehmen. Später einmal hatte ein Zahnarzt hier seine Praxis in den 80er Jahren. Im Stiegenhaus ganz dominant ein Segmentbogenfenster. In der Mitte wird eine weibliche Figur mit Spinnrock und Spindel in den Händen und einem Bienenkorb zu Füßen dargestellt. Sie symbolisiert das Weberhandwerk, das Hauptgeschäft der Familie Rosenthal und den Fleiß. In den Seitenfenstern finden sich Rosenranken, ein Hinweis auf den Erbauer Rosenthal. Und oberhalb der Frau mit Spinnrock und Spindel liest man die Initialien JFR, Ivan und Franziska Rosenthal. Auch auf einer kanzlerartigen Ausbuchtung in der Mitte des Stiegenhauses finden sich die Initialen der Villenbesitzer. Wir befinden uns hier im feudalen Stiegenaufgang, wo wir sehen, dass mittelerschlossen die Stiege raufgeht, sich dann entzweit und hier oben dann endet und von einer Kanzel eingefasst ist. Und diese Kanzel hat insofern was Besonderes, dass man hier Gäste auch entsprechend begrüßt hat, von oben herab. Wobei ich davon ausgehe, dass entsprechende gewichtige Geschäftskunden dann auch im Erdgeschoss persönlich begrüßt wurden. Im Obergeschoss des Zwischentrakts findet sich der repräsentative ausladende Teil der Villa. Vom Obergeschossflur öffnet sich für den Gast der Zugang zum prunkvoll geschnitzten Esszimmer mit einem weiten Blick auf den Park. Eigenen Salon wurde musiziert und stilvoll geraucht. Die Rosenthals waren offensichtlich nicht sehr gläubig.
Und das einzig jüdische, der einzig jüdische Bestandteil, den wir hier in diesem Gebäude gefunden haben, ist eben diese Uhr aus 1890, die offensichtlich auch speziell für dieses Haus auch angefertigt wurde, wo hier rituell die Hand vor dem Essen gereinigt wurde und wo dann anschließend eben dann der Älteste quasi auch dann Platz genommen hat und das Essen dann anschließend begonnen hat. Die Dienstboten durften sich im Haus nur ganz unauffällig und leise bewegen. Durch unsichtbare Türen, also Tapetentüren, erschienen sie und verschwanden auch wieder. Mittels einer eigenen Dienstbotenstiege konnten sie sich ungesehen im Haus bewegen. Die Herrschaftsstiege durften die einfachen Hausangestellten nicht betreten. In einem Dienstbotengang findet sich noch eine alte Klingel, anhand der sich feststellen ließ, in welchem Zimmer gerade Hilfe benötigt wurde. Jemand durstig war oder vielleicht doch zu viel Staub am Stuhl liegen geblieben ist oder der Badezimmerspiegel verschmutzt war. Wir haben im Rahmen der vorbereitenden Maßnahmen hier eine bauhistorische Aufnahme für das Haus auch gemacht. Und in dem Zusammenhang haben wir uns auch diesen Raum angesehen und da festgestellt, dass hier der Originalboden relativ früh aufhört und offensichtlich eben nach einer späteren Umnutzung hier diese Badewanne eingebaut worden ist. Und haben festgestellt, dass hier offensichtlich ein Hohlraum bestanden hat und den hat der Bauhistoriker geöffnet und wir haben hier festgestellt, dass hier, sieht man unten, da alles ein Hohlraum besteht, der ausgefliest ist und offensichtlich hat es hier früher in diesem Bereich hier eine bodenebene Badewanne gegeben, dass die Familie Rosenthal sich damals offensichtlich dann auch im Rahmen von den Architekten dann auch gewünscht hat. In der Nähe der Küche befindet sich ein kleiner Wintergarten mit Blick hinaus in den wunderschönen Garten. Für die Rosenthals und deren Besuch ein beschaulicher Ort, um zu lesen, zu schreiben und zu entspannen. Wir befinden uns hier im Fuhrwerkerzugang vom Gebäude. Die Familie Rosenthal, als sie das Haus verlassen hat, ist sie dann in der Regel mit einem Vierspänner, also sprich vier vorgespannten Pferden, mit der Kutsche ausgefahren oder in die Fabrik gefahren. Und eben diese Pferde sind von draußen von den Stallungen hier entsprechend vorgefahren. Es wurde hier rückwärtig, sehen Sie, einen Windschutz mit diesen Verglasungen zugezogen, damit kein Durchzug besteht. Herr und Frau Rosenthal sind dann entsprechend in die Kutsche eingestiegen, trockenen Hauptes und ohne Durchzug und sind dann anschließend quasi dann entsprechend ausgefahren. Am Abend, wo sie zurückgekommen sind, ist genau das gleiche Spiel nochmal vonstatten gegangen und diesmal hat man die andere Schiebetür geschlossen und die Rosenthals sind dann ins Haus gegangen. Die Nebengebäude wie die Stallungen wurden durch eine Kegelbahn mit dem Haupttrakt verbunden, zur Straßenseite gemauert, zur Gartenseite hin verglast. Im Inneren noch schön zu sehen, die japanische Wandmalerei, die zur Zeit der Jahrhundertwende besonders modern war. Auch die Spieler haben sich an der Wand verewigt. Wir befinden uns im vorderen Teil der Kegelbahn
Und wir sehen hier unten, wo die Kegel platziert worden sind, die Kugeln, die zurückgerollt sind. Und da hinten sehen wir noch die Originalkegel, die noch aufgefunden wurden. Und das Besondere an dieser Kegelbahn ist hier dieser Platz, der eben für einen Kegeljungen vorgesehen war. Hier hat der Kegeljunge sich mehr oder weniger versteckt, wenn gekegelt wurde. Und hat dann anschließend die Kegel wieder aufgestellt, die Kugeln von hinten hier in diese Kugel, in den Kugelrücklauf gegeben und hat sich dann anschließend wieder an seinen Platz begeben. Und das war, denke ich, damals ein sehr begehrter Job, der da gemacht wurde, weil man sich ein paar Kronen verdient hat, beziehungsweise vielleicht auch ein paar Süßigkeiten dazu. Und vor allem, man hat sehr viel Neues erfahren, was die Herrschaften so gesprochen haben. An der Kegelbahn angebaut und der letzte Teil des Baukörpers sind das ehemalige Bedienstetenhaus und der Wirtschaftstrakt samt Remise. Und dazwischen der wunderbare Garten, der sich unverhofft auftut hinter der alten Villa Rosenthal. 1988 wurde die Villa unter Denkmalschutz gestellt. Wenig architektonisch einfühlend wurden damals noch schnell einige Türen und Fenster ausgewechselt, die bis heute einen gravierenden Stilbruch darstellen. Und trotzdem, die Aura der Villa strahlt weiter. In die Zukunft geblickt, soll das Haus generalsaniert werden. Das heißt, es soll wieder komplett eben in den denkmalgeschützten Zustand, historischen Zustand zurückversetzt werden. Und wir wollen das Haus als ein Ort der Lebendigkeit haben. Das heißt, wir versuchen gemeinsam eben mit Stadt und Land ein Literaturhaus Vorarlberg hier zu platzieren, das eben ein Ort der Lebendigkeit und vor allem der öffentlichen Zugänglichkeit sein wird. Grillprofi Tom Heinzle ist das erste Mal Gast bei Transgourmet in Schwarzach. Und da hat er sich nicht nur etwas im neuen Geschäft umgeschaut, sondern natürlich auch wieder etwas Leckeres zubereitet. Took a trip to the Sunshine State, and now she's stuck in my head all day. I don't know how to drink your love away. Don't know how to make the sunshine stay. Hallo, bei Feuer und Flamme. Dieses Mal aus Schwarzach von Transgourmet. Da dürfen wir drehen und wir dürfen noch einkaufen. Und das ist das Schöne. Jetzt gehen wir mal eine Runde miteinander im Laden.
Ganz wichtig, was gehört dazu zu einer schönen Erste, zu einem tollen Gericht? Das richtige Geschirr. Nicht so ein schönes Teller aus für unsere Speise, die wir noch zubereiten. Das Wichtigste beim Einkaufen, Einkaufszettel, dass wir wissen, was wir brauchen. So, dann marschieren wir mal. Jetzt gehen wir mal Richtung Fischtheke und Fleisch und schauen, was da ist. Händeflügel. Gehen wir da auch rein. Dann brauchen wir Farbe so noch. Jetzt sind wir da beim Fisch, beim Klaus Wildkorsch. Der Klaus kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren und das ist so mein Vertrauter, was der immer Fisch angeht. Klaus, sag mal zu deiner Fischtheke, was bieten dir alles an Fisch an bei euch? Ja, also natürlich Süßwasserfisch in erster Linie. Bodenseefisch gibt es ja nun nicht so viel, leider. Da gibt es höchstens im Moment Zander und wenig Fällchen. Das meiste kommt ja aus Island, Norwegen, das weißt du, ne? Zum Grillen. Da kommt der Thunfisch natürlich auch nicht aus dem Mittelmeer, sondern Indonesien. Vieles wird auch schon gezüchtet, was auch nicht unbedingt schlecht ist. Also die Auswahl ist meistens so in dieser Form mit Steinbutt, Wolfsbarsch, Zander, Kobia, Thunfisch. Das sind so die gängigen Sachen und Lachs. Da ist im Moment der Island-Lachs, den ich dir sehr empfehlen kann. Das Interesse für unsere Zuschauer, kann man auch zugeschnittene Portionen kaufen oder muss man immer einen ganzen Fisch nehmen bei dir? Nein, also wir haben hinten die Möglichkeit, dass wir den schuppen und filetieren, das machen wir schon gern. Aber so bei ganzen Lachsen verkaufen wir eigentlich schon am Stück. Ansonsten können wir auch zwei Scheibchen Forellenfilet machen, wenn du das nur zum Probekochen brauchst. Eben, ich habe gehört, wenn man zum Transco Mega einkaufen kann man auch als Privater zum Klaus gehen und kann danach genau den Fisch, wie man gerne hätte, von ihm richten lassen. Toller Service, finde ich. Muss man zuerst mal suchen. Ich hätte gerne, Klaus, für heute, für unsere Sendung, hätte ich gerne drei Jakobsmuscheln ohne Schale. Also ja, nur das Fleisch selber. Und das habe ich dahinter gesehen, hast du dahinter wunderbar so Seesaiblingsfilet. Das hätte mir auch gut gefallen. Ein also Stück. Seesaibling, habe ich jetzt österreichische Ware oder die isländische Ware? Die isländische ist gerätenfrei und schön in der Farbe. Also da würde ich dir heute die Islandware empfehlen. Und schön ist, beim Warten gibt es immer was zum Probieren. Oh gut, Austramagen, Champagner fällt dann aber. Machen wir noch. Jawohl, weiter geht's. Magst du mitfahren? So, jetzt gehen wir zum nächsten. Jetzt gehen wir in die Gemüseabteilung. Weil für meine Jakobsmuscheln will ich ja schön was mit Bärlauch machen und mit rotem Paprika, auch viel Farbe. Und dazu noch als Knack ein paar schöne Kapern. Das hole ich mir zu unserer Gemüseabteilung. Wahnsinnig schön, Gemüseabteilung. Sehr vielfältig. Gefällt mir wahnsinnig gut. Ich kann gerne Ihnen da schauen, um mich zu inspirieren. Rote Paprika. Kann man Kasse oder das abdrücken?
Zimmergiekofer im Transcamé, Schwarzach. Und jetzt geht die Zubereitung vom ersten Gericht. Wie immer bei meinen Gerichten, wenig Zutaten, große Wirkung. Wir machen jetzt eine Jakobsmuschel mit Bärlauch und Paprika. Dazu habe ich hier schon Paprika, rote Paprika. Der tue ich in feine Würfel schneiden. So fein wie möglich, so fein wie man es halt daheim herbringt. Paprika gut in der Geschirrlinie. Wunderbares Gericht, schön frisch. Der Paprika gibt uns zu der weichen Jakobsmuschel noch eine tolle Textur, dass wir so gleich das Knacken dabei haben beim Essen. Schneiden wir, wie gesagt, kleine Würfel. Ich habe bewusst rote Paprika genommen, weil der rote Paprika hier eine schöne, leichte Süße und rundet das Gericht wunderbar ab. Sole. Paprika. Als rein. Dann haben wir hier Bärlauch. Passend jetzt natürlich zum Frühling, frischer Bärlauch. Da gilt es da zum Auszupfen. Der tun wir mit einem Stielansatz auch fein schneiden. Oder dazu zum Paprika. Noch ein guter Zug zu der Mischung. Olivenöl. Salz. Und ein paar Kapernbeeren. So Kapernbeeren in Salzlake eingelegt. Alternativ wären da super Bärlauchknospen. Aber wie gesagt, Kapernbeeren sind auch ideal dazu. Dann mischen wir das schön und haben ein tolles Topping gemacht zu unserer Jakobsmuschel dazu. Haben wir ein paar Paprika gefunden. Als rein. So. So schaut das dann auch aus. Wunderbar. Dann habe ich hier den Grill schon vorgeheizt, der ist sehr heiß. Ich habe hier mal einen Gussrost. Ich nehme bewusst keine Plancha, das ist eine schöne Röstaromamarke. Ich tue den Gussrost ganz leicht einölen. Nehme die Jakobsmuschel und lege die direkt auf den Gussrost drauf, auf der Hose. Ganz wichtig, der Rost muss sehr heiß sein. Der hat jetzt sehr vorne die Temperatur angezeigt, um die 350 bis 400 Grad. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man die Jakobsmuscheln nicht anklärt. Dass sie sofort, wo sie auf dem Rost, auf dem Haus auflegen, wie karamellisierend. Und dann picken sie mal nicht an. Dann mache ich den Deckel zu und grill die Prosciutto ca. 1,5 bis 2 Minuten. Weil ich will, dass sie in der Mitte noch schön glasig sind. Temperatur steigt wieder an. Wichtig ist beim Grill, machen wir noch Vollgas geben. Ohne Vollgas geht nichts. Jetzt warten wir 1,5-2 Minuten. Drehen wir die um. Und ihr seht, wenn der Rost richtig heiß ist, klärben die auch nicht an.
Sehen Sie das? Und ja, wunderbare Röstaromen da auf der Jakobsmuschel. Richtig geil, jetzt haben wir ein richtiges Grillfeeling da. Sehen Sie da die zwei Striche? Man sieht da auch schön, wie der so richtig schön karamellisiert ist. Wenn man die jetzt 1,5 bis 2 Minuten, man sieht auch, wie weit dass sie durch sind, da sieht man, da ist es leicht matt. Bis daher sind sie jetzt durch und das machen wir da in der Mitte drin, da sitzen halt schön glasig. Und dann sind wir schon bereit zum Anrichten. Ein sogenanntes 5-Minuten-Rezept. Schnell schneiden, Muschel drauf, Teller rein, essen. Vorausgesetzt vom Marc Jakobsmuschel. Richten wir an. So, die Jakobsmuscheln sind fertig. Jetzt nehme ich gleich mein Topping und tue mein Hund ein Beet auf den Teller. Dann kommt Müsli dazu. Da haben wir ein grün. Und schon ist er fertig. Unsere Frühlingsspeise, diesmal grillte Jakobsmuschler mit einem Topping aus Paprika, Bärlauch, Olivenöl und Kapern. So schaut es aus. So, meine Lieben, das war's wieder für Feuer und Flamme im April. Rezepte finden wir wie immer in meinem neuen Grillbuch. Grillen das ganze Jahr. Und übrigens, das Büchle hat super schon farblich gesehen. Das Ostern erst drin passen. An alle Frauen, die zuschauen, tolles Geschenk für den Mann. Gibt's überall zum Kaufen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Jeder hat sie zu Hause und nützt sie hoffentlich auch, die Seife. Doch was alles hinter dem Hygieneprodukt steht und wer sich damit besonders gut auskennt, hat Roberto Kalin für uns erforscht. Kennen Sie das älteste Kosmetikmittel der Welt? Es ist die Seife. Nur leider wird die Kunst des Seifensiedens heutzutage nur mehr sehr selten beherrscht. Sie hingegen übt sich darin seit Jahren. Ihr Name Karin Beer, sie ist Bregenzer Wälderin und kommt aus Schoppernau. Bei ihr weckte damals ein Zufall die Faszination. Die Faszination für Seifen, die bei ihr sogar schlafen müssen. Wieso das so ist, erfahren Sie jetzt, denn genau diese Frau wollen wir jetzt etwas näher kennenlernen. Seifensieden ist ein altes Handwerk und hat eine sehr lange Tradition. Das erste überlieferte Seifenrezept
stammt um 2500 vor Christus und wurde mit Keilschrift in eine Tontafel geritzt. Schon damals verkochte man Fett mit Pottasche zu einer seifenähnlichen Substanz. Man verwendete die Seife ausschließlich als Heilmittel bei Verletzungen. Die reinigende Wirkung wurde erst später von den Römern erkannt. Heute ist Seife im Körperpflegebereich nicht mehr wegzudenken. Also Seife wird hergestellt aus verschiedenen pflanzlichen Fett und Ölen. Und wir brauchen eine Lauge dazu. Die Lauge kann ich anrühren mit einem guten Quellwasser. Wir in Schopenau haben ein reines Quellwasser. Und wir können damit einen guten Tee machen, zum Beispiel für die Ringelblumenseife einen Ringelblumentee. Und eigentlich aus drei Zutaten kann ich eine Seife machen. Den kann ich die verschiedenen Kräuter und Blüten einrühren und das mit einem guten ätherischen Öl beduften. Und somit wird eigentlich eine Seife, ein Rezept zusammengestellt. Seife ist eben viel mehr als nur ein Reinigungsprodukt. Auch für Karin Beer, die diesbezüglich weiß, von was sie spricht. Aufgewachsen ist die heute 53-Jährige auf einem Bauernhof in Mellau, inmitten der Natur. Blumen und Kräuter hatten daher für sie, vor allem durch deren Schönheit, aber auch durch den vielseitigen Verwendbarkeiten, seit jeher ihren Reiz. Dank ihrer Neugier, Geheimnisse der Natur aufzuspüren, hat sich Karin Beer in den vielen Jahren profundes Fachwissen angeeignet. Ja, ich habe einmal angefangen mit dem Hausbau, dann habe ich den Garten angelegt und der ist halt immer größer und größer geworden. Und ich konnte ernten und Sachen ausprobieren. Das hat mich fasziniert. Ich habe den Kurs besucht. Und viel gelesen und einfach ausprobiert. Und durchs Tun bin ich so weitergekommen. Und ja, es ist einfach spannend, was die Natur so zum Bieten hat, was man so Vielfältiges alles machen kann. Und einfach ja, durchs Ausprobieren und durchs Tun. Und ich habe die Ausbildung gemacht zum Kräuterpädagoge. Dann ein paar Jahre später die grüne Kosmetikpädagoge gemacht. Und haben einfach so weiterentwickelt, haben dann verschiedene Kurse besucht, da in der Gegend oder in Wien und Umgebung. Und wenn irgendwo was Spannendes war, auch ein Tageskurs, haben wir einfach so wieder weiterentwickelt. Und tue das immer noch gerne, möchte es immer weitermachen, dass ich ja, einfach auf dem Laufenden bin oder was Neues zum Erfahren und das wieder dann weitergehe. Und das finde ich einfach so spannend. So ist eben für alles ein Kraut gewachsen. Zumindest für Karin Beer, eine innovative Seifensiederin, deren Intention sie täglich aufs Neue anspornt und motiviert. Eine Intention, die daraus besteht, die Natur als Geschenk zu achten, aus der Natur zu schöpfen, und mit der Natur im Einklang zu sein. Bezogen auf das Seifensieden begann alles durch einen Zufall. Also bei uns gleich in der Nähe ist der Kräutergarten Holder Moos. Und der Kräutergarten wird von Frauen von Auschopenau ehrenamtlich betreut. Und da bin ich viele Jahre mit dabei gewesen. Und damals hat mich die Kräutergartenchefin gefragt, ob ich mit auf einen Seifensiedekurs ging. Seifensieden eben als kreatives und spannendes Hobby für die Liebhaberin einer natürlichen Lebensweise. Und daher vermittelt Karin Beer in den von ihr gestalteten Workshops auch das verstärkte Bewusstsein auf gesunde, biologische, vollwertige und heimische Lebensmittel. Dahinter steckt eine wahre Naturapotheke, die sogenannte grüne Kosmetik. Grüne Kosmetik ist Kosmetik, die man essen kann, also aus Lebensmitteln, aus regionaler, saisonaler Lebensmittel oder was aus der Küche kommt, aus dem Garten, aus der Natur. Es geht auch darum, altes Heilwissen zu vermitteln oder altes Wissen neu entdecken, um auch Verpackung, Müll zu vermeiden, ohne tierische Versuche
Ob grüne Kosmetik, Kräuterphilosophie oder die Herstellung von Naturseifen. Sie bringt alles unter einen Hut, sprich in ihre Naturküche. Also jetzt tue ich mal zuerst die festen Fette in einen Topf, die tun wir leicht schmelzen. Jetzt kommt alle die flüssigen Fette dazu und das wird jetzt einmal temperiert so auf ca. 50 Grad. Dann nehme ich den Tee, den Ringelblumentee, tue mir den abwiegen und das Laugenpulver tue ich auch abwiegen. Immer abwiegen, nicht auf Milliliter, weil jedes Fett hat andere Dichte und somit wird es mit der Flüssigkeit nicht hinhauen. Und dann gehen wir ins Freie, um die Lauge anrühren. Wir nehmen da halt den kalten Ringelblumentee und die Lauge gehen ins Freie und rühren das an. Durch das Anrühren erhitzt sich das, es ist ein chemischer Prozess, die Lauge erhitzt sich. Darum ist es wichtig, dass die Flüssigkeit kalt ist. Und das machen wir drum im Freien, weil da ein Dampf entsteht, den sollte man nicht einatmen. Also die Lauge wird da verwendet zum Möbelablagen. Also das Laugengebäck wird da drin gewendet. Und da ist es aber ganz wichtig, dass man die Sicherheitsmaßnahmen beachtet. Man zieht sich Langarmkleidung an, Händchen, Schutzbrille, damit da nichts passiert. Und dann, wenn die Lauge auch die Temperatur, die tun wir dann auch abkühlen auf die 50 Grad. Und wenn beide Flüssigkeiten dieselbe Temperatur haben, dann tun wir die Lauge ins Fett schütten und von den an zum Rühren. Und jetzt fährt schon der Verseifungsprozess an, es entsteht ein Seifenleim. Es wird dann so puddingartig und jetzt können wir die ausgesuchten Blüten oder Kräuter rein tun, in dem Fall die Ringelblumenblüten. Wenn es im Sommer frisch ist, tue ich es frisch rein. Und jetzt sind ja halt die gemahlenen getrockneten. Und zum Beduften können wir noch die ätherischen Orangenöle oder die sonstigen ätherischen ausgesuchten Öle rein tun. Die kommt am Schluss dazu, dass sie nicht verflüchtigen, dass man möglichst viel Duft in der Seife hat. Und wenn das soweit ist, die puddingartige Masse, wird das abgefüllt in die vorbereiteten Formen. Wenn das dann in der Form ist, dann kommt dann eine Folie drauf, also ein Luftabschluss. Dann tun wir es mit dem Handtuch abdecken und das heißt, dann die Seifen werden schlafen gelegt. Und die Seifen bleiben jetzt 24 bis 48 Stunden in der Form und so entsteht die Seife, also der Fisch, die Seife im Block, das bleibt dann liegen. So ist die Seife als solche neben all ihren verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten vor allem ein Maßstab für Kultur und Wohlstand. Karin Bär aus Schoppernau beschäftigt sich eben damit tagtäglich. Ihre Seifen nämlich sind wahre Wunderwaffen der Körperpflege. Sie verfehlen niemals ihr Ziel, denn vor allem als Geschenksidee trifft man damit stets ins Schwarze. Und sie brauchen auch keinerlei Munition, denn sie sind mit Natur geladen. Und genau das hat sich gewaschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ist ein sauberes Hobby noch obendrein. Oh, herrlich. Oh. Ja, das war's heute vom RCV Vorarlberg Magazin. Uns hat's gefreut, dass Sie wieder dabei waren und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ja, sie müssen auf jeden Fall entdeckt worden. Alles, was wir vom Verein gegen Tierfabriken machen, sie haben eine Reportage am Dienstag, den 23. April, auf RTV Vorarlberg.